Tagesordnungspunkt 3, das ist die vierte Einwohnerfragestunde. Wie bereits ausgeführt, haben von den 7 im Ältestenrat ausgewählten Fragen zu 3 Punkten gab es Absagen, sodass wir 4 Einwohnerfragen hier aufrufen. Ich begrüße zunächst Herrn Thomas Köcher. Herr Köcher? Vielen Dank. Soweit. Wir kommen zur nächsten Frage und ich darf Frau Ina Merten nach vorne bitten. Frau Merten, seien Sie herzlich willkommen. Die Fragen, die gestellt werden, werden wir, wie ich es eben sagte, auch schriftlich beantworten. Sie haben eine sehr, sehr ausführliche und detaillierte mit vielen Zahlen und Fakten untersetzte Frage. Natürlich kriegen Sie auf jeden einzelnen Aspekt auch eine Antwort. Inwieweit Sie vielleicht etwas Kraft die Frage vortragen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herzlich willkommen. Sehr geehrter erster Bürgermeister Sittel, werte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Ina Merten aus Dresden-Wachwitzer Bergstraße. Wir Anwohner und Gewerbetreibende vom Wachwitz-Niederpeuritzer Elbhang wenden uns als von der Baustelle Staffelsteinstraße stark betroffene Anlieger an Sie. Verschiedene anderweitige Klärungsversuche unsererseits werden immer wieder als geringe Befindlichkeiten abgetan. Es geht um die Umleitung zur Langzeitbaumaßnahme Staffelsteinstraße. Diese ist für Anwohner und Umwelt unzumutbar. Die Staffelsteinstraße ist eine wichtige Verbindungsstraße für die Anwohner in Wachwitz, Oberwachwitz, Pappwitz und dem Schönfelder Hochland in Richtung Dresden und in Richtung Pirna. Gebaut im Jahr 1914, ist die Straße seit langem baufällig und musste zuletzt wegen Gefahrenabwehr einseitig gesperrt werden. In diesem Zusammenhang wurde die Wachwitzer Bergstraße auf einem ca. 150 Meter Abschnitt als Einbahnstraße ausgeschildert. Damit war bis vor kurzem die Verbindung von der Pillnitzer Landstraße ins Hochland in beiden Richtungen gewährleistet. Nach ca. 20 Jahren Diskussionen um den Straßenausbau und zahlreichen Terminverschiebungen begannen im April nun die Bauarbeiten. Laut Plan sollen diese bis Ende September 2024 dauern. Erfahrungsgemäß verlängern sie sich auf mindestens 4 Jahre. In dieser Zeit muss die Staffelsteinstraße voll gesperrt werden. Leider wurde es versäumt, für die Umleitung des Verkehrs eine akzeptable Lösung vorzubereiten. Die Umleitung erfolgt jetzt nach Maßgabe des Straßen- und Tiefbauamtes in beiden Richtungen über die Pillnitzer Landstraße, Grundstraße, Bautzner Landstraße, Bühlau, Quorener Straße, Gönsdorf, Pappritz und Oberwachwitz. Die damit verbundenen Einschränkungen und Belastungen sind für die Anwohner und anliegenden Firmen unzumutbar. Gleiches gilt für Liefer- und Rettungsdienste, ansässige Ärzte und Praxen. Ich denke da zum Beispiel an Physiotherapie, Logopädie und die Pflegedienste, sowie für die Umwelt. Für die veranschlagten ca. 3,5 Jahre Bauzeit sind über die oben genannte, ohnehin stark befahrenen und staugefährdeten Straßen zusätzliche Kilometer und Stunden an Fahrzeit in erheblichem Maße verbunden. Die naheliegende Lösung, die Umleitung über die Wachwitzer Bergstraße zu führen, lehnte das Straßen- und Tiefbauamt ab. Derzeit verhindert der bereits genannte relativ kurze Einbahnstraßenabschnitt die talwärtige Verkehrsrichtung. Die Entscheidung ist unverständlich, weil mit unseres Erachtens überschaubarem Aufwand eine akzeptable Lösung geschaffen werden könnte, zum Beispiel mit einer intelligenten Ampellösung. Das Amt begründet, die Straße wäre für den Umleitungsverkehr nicht ausgelegt. Und das Befahren in beide Richtungen würde dazu führen, dass die oben genannte 9-Kilometer-Umleitung nicht angenommen wird. Außerdem wäre für die Ampel eine Fahrbahnrestbreite von 5,50 Meter erforderlich. Tagtäglich ist zu beobachten, dass die Absicht, den Verkehr auf die oben genannte Umleitung zu zwingen, erheblichen Schleichverkehr auslöst in den ebenfalls für Umleitungsverkehr nicht ausgelegten Helfenberger Grund beziehungsweise über Oberloschwitz und die Robert-Dietz-Straße.
Vor allem aber wird das regelwidrige und gefährliche Befahren der Einbahnstraße in Gegenrichtung regelrecht provoziert. Es ist tagtäglich zu beobachten, wie Anlieger, Lieferdienste und diverse Ver- und Entsorgungsfahrzeuge diesen Abschnitt in Gegenrichtung befahren. Sogar die Polizei kam mir entgegen und das ohne Einsatzsignal. Dieser Zustand wird offenbar geduldet. Einzelne kurzfristige Kontrollen bewirken nichts. Zuletzt wurden Schilder radfahrerfrei oben am Sperrschild angebracht. Das führt zu weiteren gefährlichen Situationen, weil man als Einbahnstraßennutzer den Radgegenverkehr nicht erwartet und auch nicht darauf hingewiesen wird. Das kann nicht die Lösung sein. Mit der mir gegenüber getroffenen Aussage, wenn es zum Unfall kommt, sind Sie im Recht. Ihr Schaden wird auf jeden Fall bezahlt, kann ich nicht umgehen. Das heißt für uns, Gegenverkehr ohne Ampel ist möglich, mit Ampel aber nicht. Für Sie zum Verständnis. Es geht hier um umleitungsbedingte Fahrstrecken von 20.750.000 Kilometern über diese Zeit, die wir Anwohner und Gewerbetreibende zu tragen haben. Es geht um einen errechneten CO2-Ausstoß von 2.900 Tonnen mindestens. Das wird unserer Umwelt, unserem schönen Elbhang zugemutet. Und nicht zuletzt Fahrzeugkosten von über 6 Millionen Euro, die wir betroffenen Anwohner zahlen. Eine Betrachtung der zusätzlich aufzuwendenden Lebenszeit der Anwohner für die Nutzung der Umleitungen und den zu erwartenden Stau über den Zeitraum der 3 bis 4 Jahre findet hier gar nicht statt, ist aber dennoch zu erwähnen und ein weiterer negativ wirkender Faktor. Gerade jetzt in unserer aktuellen Corona-Situation ist es besonders wichtig, unsere Zeit anderen Menschen zu schenken, um alles erträglicher zu machen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir Anwohner und Gewerbetreibenden haben bisher nur Gründe gehört, warum es angeblich keine Lösung gäbe. Das können wir so nicht akzeptieren. Denn es gibt Lösungsmöglichkeiten. Was bisher fehlt, ist der gute Wille der zuständigen Stellen, diese umzusetzen. Wir wünschen uns die Installation einer intelligenten, bedarfsgesteuerten Ampelanlage im Bereich der Einbahnstraße oder auch die Wiederinbetriebnahme der Pollerregelung. Das heißt, dieser Abschnitt der Straße, welcher vorübergehend zur Einbahnstraße gemacht wurde, ist nämlich damals für Begegnungsverkehr von Fahrzeugen mit einer Breite von 2 Metern ausgebaut worden. Um den Verkehr über 3,5 Tonnen zu verhindern, wurden damals auf beiden Seiten Engstellen eingebaut. Diese waren mit Sandsteinpollern ausgestattet, um Rettungsdiensten etc. die Durchfahrt im Ausnahmefall zu ermöglichen. Im Zuge der Sanierung der Stützmauer unterhalb des Königswegs wurden diese überbaut und nicht wiederhergestellt. Während der Vollsperrung der Straße des Friedens in Papritz lief der gesamte illegale Umleitungsverkehr der Anwohner relativ reibungslos ab. Große Fahrzeuge mussten natürlich die lange Umleitung fahren. Leider wurden diese Engstellen nicht wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt. Ansonsten als dritten Punkt haben wir über eine Abschrägung der sehr hohen scharfen Bordsteinkanten in diesem 150-Meter-Bereich nachgedacht, mit Hilfe von Asphaltaufbringung, um damit im Ernstfall bei Begegnungsverkehr das Befahren des Bürgersteiges zu ermöglichen. Oder auch als vierte Lösung, die in unseren Augen aber eine absolute Notlösung auch in Sachen Umwelt ist, wäre eine Verkürzung der Umleitung über den Zachengrund zum Helfenberger Grund und natürlich nur mit provisorischer Fahrbahnbefestigung und nur für Pkw. Aktuell fährt die Deutsche Post mit ihren großen Elektrotransportern durch den Helfenberger Grund und ich glaube, auch von Ihnen möchte das keiner im Gegenverkehr erleben. Ich bitte Sie als gewählte Vertreter um Ihre Hilfe. Mein Vater, Werner Knorr, aus Dresden, Ortsteil Papritz, hat früher im Gemeinderat Papritz etc. mitgewirkt. Und heute, im betagten Alter, braucht er Ihre Hilfe.
Die Suche nach neuen Praxen und Therapeuten, die keine Umleitung von 9 Kilometern für Hausbesuche benötigen, kann besonders im höheren Lebensalter der Patienten keine Lösung sein. Frau Merten, ich würde gerne Herrn Königs Gelegenheit zur Antwort geben. Ja? Ich habe noch einen Satz. Allein heute fahre ich als pflegende Angehörige 3-mal die lange Umleitung und würde diese Zeit lieber meinem Vater zugutekommen lassen. Aus unserer Sicht wäre die Poller-Regelung oder die Ampel machbare Varianten, um den Anwohnern, Gewerbetreibenden und Praxen Normalität für die nächsten 4 Jahre zu ermöglichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kühn. Zur Lösung. Also, Frau Merten, wir können gerne noch mal, oder spielt es mal an, einen gemeinsamen Vororttermin machen, weil es ist war in der Kürze der Zeit nicht möglich, sagen wir mal, alle Ihre Vorschläge jetzt zu prüfen. Und ich glaube, wir werden auch jetzt hier nicht die Gelegenheit haben, die im Einzelnen zu vertiefen. Grundsätzlich ist es so, natürlich, jede Baumaßnahme ist mit Einschränkungen verbunden, ist für die Betroffenen unangenehm. Gleichwohl geht natürlich diese Einschränkung, soweit es möglich ist, zu reduzieren. Dass eine Umleitungsführung in diesem Gebiet schwierig ist aufgrund der topografischen Lage und sagen wir, der Straßenquerschnitte, die wir in dem Gebiet haben, ist auch bekannt. Ich denke, wir sind alle froh, dass jetzt endlich die Sanierung der Staffelsteinstraße, deren Vorplanung ich noch als Stadtrat begleitet habe, nun endlich läuft. Es ist natürlich so, dass viele Aspekte für die Umleitungsführung eine Rolle spielen, von Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, die Frage der Belastung des Untergrunds, Fahrbahnbreiten, Gehweg- und Fußwegbreiten, die auch eingehalten werden müssen. Und in der Tat ist die Wachwitzer Bergstraße für den Begegnungsverkehr eben nicht ausgelegt. Insofern müsste man jetzt hier eine bauliche Ertüchtigung der Wachwitzer Bergstraße vornehmen. Bei dem Thema Signalisierungsregelung, und dem haben Sie einen Vorschlag gemacht, ist es so, dass wir da auf Regelungslängen kommen, wo tatsächlich es dann bedeutet, dass der Straßenbereich eben auf einer sehr langen Strecke durch eine Ampel geregelt ist. Das heißt, man produziert an beiden Enden sozusagen sehr lange Wartezeiten und da besteht eben die Gefahr, dass sich dann der Rückstau bis auf die Pillnitzer Landstraße letztlich verlagert und das wieder Folgeprobleme nach sich zieht. Also mein Vorschlag wäre, ich habe hier eine sehr ausführliche Antwort, wie gesagt, Detailprüfung läuft noch und das Ganze ist komplex und es gibt da keine einfache Lösung. Wir machen einen Vororttermin und gucken uns das nochmal an. Ob das dann zu Ihrer vollen Zufriedenheit am Ende ausgeht, weiß ich nicht. Aber wir gucken, dass wir jeden Ihrer Vorschläge nochmal vor Ort diskutieren. Das wäre so mein Angebot. Dann danke ich Ihnen für das Angebot. Das nehme ich sehr gerne an. Und wie zeitnah darf ich Sie kontaktieren? Würde ich machen. Sie kontaktieren mich? Okay. Dann vielen Dank und ich mache gerne eine Elbhang-Führung mit Ihnen. Mir wurde ja auch gesagt, dass sich viele gar nicht bei uns am Elbhang auskennen und dass ich mich sicherlich dort am besten auskenne. Und das kann ich Ihnen garantieren. Ich wohne dort seit 53 Jahren. Vielen Dank. Danke. Frau Merten, ich darf die nächste Frage aufrufen. Die stellt Frau Bärbel-Jansen. Frau Jansen, herzlich willkommen. Sie haben das Wort, Ihre Frage zu stellen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hilbert, erster Bürgermeister Sittel, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Anwesende. Mein Name ist Bärbel Jansen, ich bin Pieschener Bürgerin und möchte mich zur Verwendung des Haushaltsüberschusses 2020 äußern. 14 Tage, nachdem im Dresdner Stadtrat der Verkauf des Sachsenbades von CDU, FDP, Freien Wählern, AfD mit fehlenden Finanzmitteln für die Sanierung begründet wurde, verkündete Herr Oberbürgermeister Hilbert einen Jahresüberschuss von 109
Millionen Euro für 2020. Wie kann es sein, dass bis zur Stadtratssitzung vom 12.05.2021 offensichtlich selbst Mitglieder des Finanzausschusses nicht über die zu erwartenden Haushaltsüberschüsse von 2020 Bescheid wussten und daher in der Debatte um die Verkaufsvorlage zum Sachsenbad als Verkaufsbefürworter das Kostenargument, es wäre einfach kein Geld für die Sanierung da, in ihren Reden als vordringliches Argument anführten. In welchen Verfahrensschritten könnte der offensichtlich unter falschen Vorgaben diskutierte und vom Stadtrat beschlossene Verkauf des Sachsenbades revidiert werden und ein Sanierungskonzept für das historische Sachsenbad mit nördlicher Erweiterung einer Schwimmhalle in kommunaler Hand unter Verwendung der Überschüsse von 2020 erneut zur Abstimmung gestellt werden? Vielen Dank, Frau Janssen, für die Frage. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Dr. Lammes. Ja, vielen Dank für die Frage. Sehr geehrte Frau Janssen, von hier kommt die Antwort und leider führt die Geografie des Saales dazu, dass ich dabei sitze, aber das betrachten Sie bitte jetzt nicht als unhöflich, wenn ich hier sitzend antworte, nachdem Sie im Stehen gefragt haben. Zunächst ist zu hinterfragen, ob die Entscheidung überhaupt wegen fehlender Investitionsmittel vom Stadtrat in letzter Konsequenz so getroffen worden ist. Das kann ich für die Vorbereitungsarbeit der Verwaltung ganz klar verneinen. Also die Verwaltung hat den Vorschlag zum Verkauf auf Stadtratsauftrag im Übrigen nicht gemacht, weil zu wenig Geld da wäre, sondern aus anderen Gründen, zu denen ich gleich komme. Und ich habe auch die Debatte, die ich durchaus verfolgt habe, nicht so wahrgenommen, als ob die Verkaufsbefürworter im Wesentlichen auf fehlende aktuelle Investitionsmittel abgestellt hätten. Vielmehr war, soweit finanziell argumentiert worden ist, der Ausgangspunkt und das Argument, dass der Betrieb des Gebäudes als Bad dauerhaft und in hohem Maße unwirtschaftlich gewesen wäre, da denkmalschutzrechtliche Anforderungen und die Anforderungen an ein modernes Schwimmbad einerseits sowie die erreichbare Schwimmfläche in der vorhandenen Kubatur andererseits einen dauerhaften Zuschussbedarf auslösen würden, der in keinem Verhältnis zu den für andere Schwimmhallen aufgewendeten Millionenbeträgen stünde. Zweitens, das Problem fehlender Schwimmflächenkapazitäten im Gebiet Dresdner Norden sowie Pieschen-Neustadt durch ein solch teures Sachsenbad nicht entschärft worden wäre, sondern ein weiteres Bad dann aus Sport- und freizeitfachlichen Gründen auch zusätzlich noch benötigt werden würde. Und drittens, ein wirtschaftlich tragfähiges städtisches Nutzungskonzept nicht zustande gekommen ist. Das war der Beweggrund für die Verwaltung. Und ich sage auch nochmal, es gehört zur Demokratie, dass man solche Themen auch anders bewerten kann. Und deshalb hat ja auch eine Minderheit im Stadtrat das anders bewertet. Aber das waren die tragenden Argumente, nicht aktuell fehlendes Geld. Und dass es auf fehlendes Geld nicht ankommt, haben auch die Verkaufsgegner sehr deutlich artikuliert. Ich kann insoweit nur im Wesentlichen als richtig bezeichnen, was
Herr Stadtrat Schollbach, der Vorsitzende der Fraktion Die Linke, dort ausgeführt hat. Und da erlaube ich mir mal wörtlich zu zitieren. Er hat gesagt, ein paar Auslassungen erlaube ich mir auch, in dem Schriftlichen sehen Sie es dann ganz genau, da muss man ja heutzutage aufpassen mit dem Zitieren, dass man sich da nicht mit fremden Federn schmückt, und das möchte ich auf keinen Fall tun. Aber Herr Schollbach hat gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wir haben doch die Beispiele in der Stadt, wo, wenn es einen politischen Willen gab, wo dieser dann auch umgesetzt worden ist, und da hat es dann nicht an Geld gefehlt. Ich verweise einmal auf das Verwaltungszentrum. Da gab es nicht etwa eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, die sich sehnlichst ein neues Verwaltungszentrum gewünscht hat. Da war ein Wille hier im Rat. Und dann wurde ein riesiger Millionenbetrag dafür bereitgestellt. Oder auch beim Fernsehturm, der wird nun wiederum gewollt von vielen Menschen, und der wurde auch von einer Mehrheit im Stadtrat gewollt, und dann wurde das entsprechende Geld bereitgestellt. Und deshalb sagen wir, wir sollten auch diesem Willen, der in der Bevölkerung ganz klar da ist, hier zu einer politischen Mehrheit verhelfen. Das hat Herr Schollbach völlig zutreffend ausgeführt. Entgegentreten möchte ich ihm in einer ganz kleinen Winzigkeit, was das neue Verwaltungszentrum angeht, weil wir da das wesentliche Geld durch Mietzahlungen bereitstellen, die wir ansonsten beim privaten Vermieter zahlen müssten. Aber das ist eine Nebensache an diesem Punkt. Also, Herr Schollbach hatte recht. Zweitens, nach unserer Bewertung hat sich die Finanzlage der Stadt mit der Vorstellung des vorläufigen Jahres, der vorläufigen Jahresschlussergebnisse 2020 und dem darin ausgewiesenen zusätzlichen Überschuss von 100 Millionen Euro nicht wesentlich geändert. Das ist eine Entwicklung, die ganz vergleichbar auch in anderen Kommunen bundesweit, aber auch landesweit zu beobachten ist, wenn Sie sich da umschauen bei der Bewertung der Jahresabschlüsse. Es ist der Unterschied zwischen einer Summe, die einmalig zur Verfügung steht, und der Problematik, die man zu bewältigen hat in der Planung für die Zukunft, wo es nach wie vor bei dem Bild geblieben ist, dass wir in unserer fünfjährigen Planung mehr Ausgaben vorsehen, als wir Einnahmen haben, jetzt krisenbedingt. Und deswegen hat der Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zu der uns aufgegebenen Kürzungsvorlage zur Haushaltssatzung auch vorgesehen, dass von diesen 109 Millionen Euro Überschuss allein 46 Millionen Euro aufgewendet werden, um vom Stadtrat beschlossene Investitionsprogramme zu finanzieren, die ansonsten nicht finanziert wären. Also 46 Millionen alleine für schon beschlossene Investitionsprogramme. Und wir waren uns alle einig bei der Aufstellung dieses Investitionsprogramms, dass es nicht genügt den Ansprüchen der Stadt für eine zukunftsfähige Aufstellung. Darüber hinaus ist der Restbetrag, den wir dann noch zur Verfügung haben, vorgesehen worden für nicht bzw. nicht auskömmlich im Haushalts- und Finanzplan veranschlagte investive Maßnahmen in Höhe von insgesamt 55,4 Millionen Euro sowie den Ausgleich konsumtiver Veränderungen infolge bisher vom Stadtrat gefasster Beschlüsse in Höhe von rund 9 Millionen Euro. Also auch hier das Bild, dass unser Vorschlag lautet, mit diesem Geld, was zusätzlich zur Verfügung steht, Löcher zu stopfen, die ohnehin vorhanden sind. Angesichts des Volumens des Gesamthaushaltes von über 1,8 Milliarden Euro hat sich damit durch diese einmalig zur Verfügung stehende weitere Summe die Lage nicht wesentlich geändert. Und zu Ihrer Frage, wie kommt man zu einer Abkehr von diesem Beschluss? Da gibt es
zwei denkbare Wege. Der eine Weg ist, dass der Oberbürgermeister dieses noch einmal auf die Tagesordnung setzt. Er hat sich dafür entschieden, dies nicht zu tun, aus den von mir dargelegten Gründen, weil es keine wesentliche Änderung gibt und weil er auch sich in der Pflicht sieht, den Beschluss der Stadtratsmehrheit jetzt umzusetzen. Damit sind wir als Verwaltung beschäftigt. Und der zweite Weg ist, dass aus der Mitte des Stadtrates ein solcher Antrag gestellt wird. Ein solcher Antrag ist auch eingereicht worden durch die Fraktion Die Linke. Dafür gilt aber eine Zulässigkeitsvoraussetzung, dass nämlich eine sechsmonatige Sperrwirkung besteht. Das steht in § 36 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung. Ein Fraktionsantrag kann nur dann oder führt nur dann zur erneuten Behandlung und zum Anspruch auf erneute Behandlung eines Gegenstandes, wenn sich die Sachlage grundlegend geändert hat. Dass sich die Sachlage grundlegend wesentlich geändert hat, das haben wir verneint, das haben wir aus den vorangestellten Gründen auch verneint und von mir schon jetzt genannten Gründen. Und dieses wurde vom Oberbürgermeister auch der Fraktion Die Linke so mitgeteilt und dementsprechend der Antrag nicht vor dem 13. November 2021 zur Behandlung zugelassen. Das ist der Sachstand, das ist das Prozedere nach unseren Regeln und ich kann den Schmerz sehr gut nachvollziehen, aber auf der anderen Seite besteht Demokratie gelegentlich auch aus einer Niederlage und nicht immer nur daraus, dass man sich durchsetzt. Vielen Dank. Damit ist die Frage beantwortet. Ich darf herzlich danken, Frau Janssen, für die Frage und die nächste Frage dann auf. Vielleicht darf ich noch dazu sagen, dass mich die Antwort sehr traurig macht. Dann darf ich als nächstes Frau Janssen Günther nach vorne bitten. Ich habe es mal zugelassen, Frau Günther, haben wir zur Kenntnis genommen. Damit sind wir durch die Einwohnerfragestunde mit den vier anwesenden mündlichen Fragenden durch.